Mein Name ist Franziska van Krüchten und ich arbeite jetzt seit einem Jahr bei Evonik. Im Moment bin ich im Einkauf der Evonik als Managerin Sustainability tätig und in meinem Aufgabenfeld beschäftige ich mich mit Nachhaltigkeitsthemen im Einkauf. Meine Aufgabe für den Brexit ist es, dass ich die Rohstoffe identifiziere, die vom Brexit sozusagen betroffen sind. Also meine Erwartungen an den Arbeitgeber waren, dass ich natürlich einerseits interessante Aufgaben bekomme und andererseits auch die Flexibilität, mich darin ausleben zu können. Ja, mein Name ist Sabine Giesler-Blank. Ich bin von der Ausbildung her Ingenieurin und arbeite mittlerweile seit 18 Jahren bei der Evonik. Das hieß für mich nochmal was ganz Neues, weil ich hatte auf einmal mit sehr vielen internen und auch externen Schnittstellen zu tun. Extern, ich habe nämlich Kundenbetreuung gemacht. Und klar musste man sich erstmal als Absolventin der Uni erstmal einen Namen machen und auch bei Kunden wirklich die Aufmerksamkeit verschaffen. Und ich kann nur sagen, als Frau ist es nicht schwieriger als Mann. Man muss wirklich mit der Persönlichkeit überzeugen, man muss an sich glauben, man muss Entscheidungen fällen, auch wenn sie unangenehm sind, und muss aber definitiv auch zu seiner Meinung stehen. Als meine Tochter vor knapp 13 Jahren auf die Welt kam, hat der Konzern mir ermöglicht, dass ich meinen Job von Rheinfelden nach Essen verlegen konnte. Das ist natürlich in so einem großen Konzern wesentlich einfacher möglich. Und wir haben Vertrauensarbeitszeit, das heißt, man kann flexibel seinen Arbeitsalltag gestalten. Es kommt nicht auf die Anwesenheit an, sondern darauf, dass man seine Aufgaben erledigt und Ziele erreicht. Das ist auf jeden Fall mit Familie sehr gut zu vereinbaren. Evonik. Kraft für Neues.